Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Starfield. Mein Name ist Marok Smile und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf Cydonia, auf dem Mars. Und wir sind ja hier, wir müssen ja mit dem Psychologen sprechen. Ja, das machen wir auch. So, ups. Wir sollen mit dem Psychologen sprechen. Aber wir könnten auch mal was verkaufen hier. Warte mal, wir können hier hoch. Da, genau. Alles Mögliche. Frag einfach. Ich frag dich jetzt. Hey, suchst du was Bestimmtes? Ich würde gerne mit dir handeln. Das machen wir hier. Ich würde dir was verkaufen. Nicht alles, nein. Zum Beispiel Waffen, die ich nicht brauche. Diese alte Schrotflinte kannst du haben. Der hat jetzt wieder richtig Credits drauf, weißt du? 11 Stück. Alle verkaufen. Boah, den habe ich direkt arm gemacht hier. Kraken. Und die auch weg hier. Das ist meine. Den brauche ich hier. Ein Messer lasse ich da. Urban Angel, die kann auch mal weg. Das sind so gut, das sind die guten, weißt du? Die ist auch gut. Aber welche ist jetzt besser? Guck mal. Die hat 6. Die hat 6. Legendär. Das ist legendär. Und die ist sehr rar. Die behalten wir. Vielleicht können wir den einen oder anderen von uns damit ausrüsten. Maelstrom. Brauchen wir nicht so viele. Die kann weg. Beispiel die Maelstrom hier. Die kann weg. Weil hier ist die kalibrierte schon. Die ist schon etwas besser. Die lassen wir. Die brauche ich. Die hat schon 13. Guck mal, und die? Weg damit. Weg damit. Weg. Oh, die, das ist eine meiner Lieblingswaffen. Die gebe ich nicht weg hier. Die lasse ich noch. Ribschenk umzingelt. Ist sehr rar. Deswegen kann dieses Messer eigentlich weg. Die sind alle kalibriert, kalibriert. Der kann auch bleiben. Hier. Das ist auch so eine... Dann kann die ja hier eigentlich weg. Welche ist jetzt von dem... Achso, das ist das Messer. Schalldämpfer hier. Die kann dann auch weg. Weil die ist dann noch besser hier. Dann kann das Messer ja auch hier weg. Wo ist das denn? Wo ist denn das Messer? Hä? Habe ich das jetzt verkauft? Kann doch nicht sein, oder? Tatsache, ich habe es weg. Nein, nein, da ist es. Das kann weg. Genau. So, jetzt hat er noch 3244. Wir haben jede Menge Anzüge, die wir denen verkaufen können. Und da gibt es richtig Cash Money. So, mehr hat er nicht. Erstmal jetzt, okay. Jo, alles Gute. Na ja, dir auch. Hat mich gefreut. Und du? Was hat der Marswind denn? Willst du was sagen? Erstmal nicht. Also, war nett. Komm, Sarah. Wir haben einiges verkaufen können jetzt endlich mal. Und dann geht's jetzt für uns hier hoch. Und der hier? Wer ist denn der? Bist du hier nur auf der Durchreise? Ach, geht doch nichts über frische Luftfilter, oder? Natürlich. So, da. Da ist die Ingenieurin. So viel nee, die Psychologin. Verdammt! Hallo. Oh Gott, tut mir echt leid. Das war nicht gegen dich gerichtet. Ich bin nur gerade richtig gestresst. Du bist okay. Hey, vielleicht kannst du mir helfen. Möglich, sag mir, was, wie ich helfen kann. Ich weiß, was du für Trevor getan hast. Keine Sorge, ich sage Peter nichts. Ich glaube, ich kann dir vertrauen.
Ich bin Gilly. Ich arbeite als Psychologin für Deimos und ersticke zurzeit in Arbeit. Okay. Ich muss einen Termin einhalten. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich muss ein paar Mitarbeiter finden und ihnen psychologische Fragebögen geben. Die psychologischen Beurteilungen könnten für Deimos und für die Miner selbst nützlich sein. Vielleicht sollten wir Gilly helfen? Das klingt einfach. Damit kann ich helfen. Wirklich? Oh, wow, danke. Ja. Ich weiß gar nicht, wer in dem Stapel noch drin ist. Sieh dir einfach die Namen an und spür sie auf. Wenn sie die Formulare ausgefüllt haben, bringst du sie mir wieder und ich gehe sie durch. Okay. Sag einfach, dass du Gilly hilfst. Ach, aber nicht lesen, was sie schreiben. Das ist vertraulich, okay? Danke nochmal. Was glaubst du, was ich machen werde? Ich verliere da den Überblick. Ja. Arbeitst du mich? Er verliert den Überblick. Wenn ich Unity anfange, der Job würde total gut zu mir passen. Hallo, ich brauche ein Foto. Für meine Videos. Für die Thumbnails. So, und was mit dir? Oh, ui. Wird auch schon. Die sind jetzt neu hier, diese Anzüge. Die waren letztes Mal nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Update gab oder so. Müsste ich nochmal nachlesen. Okay, dann gehen wir mal hoch. Tack, 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 tack. So, raus wieder in die... auf dem Mars. So, wollen wir nochmal was nachgucken. Jetzt müssen wir mal hier links und dann rechts und links und rechts. So, wenn wir jetzt hier... Hoppa. Gut. Für die Information müssen wir wahrscheinlich irgendwo wieder hinfliegen, ne? Naja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. So, rein ins Schiff. Na? Bei mir ist alles bestens, Captain. Sehr gut, Leute. Bereitet euch vor, wir müssen nämlich jetzt wieder weiterfliegen. Wir müssen uns hier ein paar Formulare ausfüllen lassen von Bakulation. Sehr schön. So, jetzt sind wir im All, jetzt können wir mal gucken. Bremsraketen aktiv. Oh. Ich schau später bei der Okay, das ist das aber nicht. Bei Kelton sollen wir wieder vorbeischauen. Hä? Okay. Jetzt doch wieder beim Kelton vorbeischauen, oder was? Masterskritik. Nee. Psychologin. Gibt's Scam. Und die hier wollten wir doch verfolgen. Jetzt müssen wir doch hin auf dem Mars wieder. Warum hat er denn einfach umgeschaltet? Nein. Will die Zeit verschwenden. Egal, wir landen und dann gehen wir nochmal wieder rein in die Hedonia hier. Jetzt zeigt er den... Ich habe mir schon gedacht, hä? Warum? Die werden doch, wenn die psychologisch betreut werden, dann müssen die doch hier betreut werden, in Hedonia und nicht irgendwo. Tausend Lichtjahre entfernt. Ne? Macht keinen Sinn. Aber gut, okay. So. Gehen wir mal hier runter. Wir wollen den Aufzug. Ich muss doch, Jungs, ich muss ja den Aufzug benutzen. Also sowas. Ja, guck mich nicht so an jetzt hier. Deine, diese Frisur schon, ne? Also wirklich. Die hat es in sich gehabt. So. Wo müssen wir denn hin? B1 oder was? Jetzt müssen wir die suchen. Wo sollen die denn sein?
Geht's dir gut? Was der arme Eric gerade wohl durchmacht. Hoffentlich ist er okay. Sonstige Ideen, was mit deinem Schiff passiert sein könnte? Nicht wirklich. Mhm. Eric war mit der Barry Mule draußen bei Triton unterwegs. Das ist alles. Manchmal kommen dreiste Piraten nach Seoul, um Frachtschiffe zu überfallen. Aber es könnte auch etwas anderes sein. Hm. Vielleicht ging ihm der Treibstoff aus? Ich mache mir einfach Sorgen. Du führst den Laden ganz alleine? Yep, das auf dem Schild bin ich, Jane. Ich betreibe eines der wenigen unabhängigen Unternehmen in Cydonia. Ich habe jahrelang gespart, um meinen kleinen Laden aufzubauen. Als ich angefangen habe, war es ein winziger Stand und ich habe lose Maschinenteile verkauft. Altmetall, okay. Wasserflaschen, alles, was ich kriegen konnte. Ich hoffe, dass ich irgendwann auf andere Planeten expandieren kann. Ich arbeite schon an einem kleinen Logistiktochterunternehmen für den Transport. Ich würde gerne ansehen, was du für Waren hast. Mein Angebot ist klein, aber meine Preise sind groß. Gut. Die Preise sind gut. Meine Preise sind groß. Aber ich möchte lieber was von dir verkaufen, weil ich sehe, du hast ein bisschen Taler in der Tasche stecken. Und da könnten wir da ein oder den anderen Raumanzug loswerden. Anzüge, Rucksäcke zum Beispiel. Den kann ich dir geben. Den. Okay, den, dafür hast du kein Geld mehr. Kleidungsstücke. So. Und die letzten 30 habe ich ja auch noch abgeknöpft. Vielen Dank. Ja, ciao. Tschüssi. Du's Moos. Ah, Feierabend im Broken Spear. Es gibt doch nichts Schönes. Wie gefällt's dir auf dem Mars? Scheinst nicht wie die anderen Marines zu sein. Weil ich nicht so ein unerträglicher Griesgram bin? Na, kann sein. Ah, es ist sicher nicht der glamouröseste Posten und die Arbeit kann hart sein, aber es ist allemal besser als sämtliche Jobs, die es zu Hause gibt. Berichte, Präsentationen, Zahlen und Tabellen. Ah, das ist nichts für mich. Ich bin hier glücklich, auch wenn meine Familie es nicht versteht. Warum bist du in Marine geworden? Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich Marine werden wollte. Es ist einfach so gekommen. Als Kind wollte ich immer nur weg aus New Atlantis und die besiedelten Systeme sehen. Okay. Zu den Marines zu gehen, war die einfachste Methode dafür. Die beste Entscheidung meines Lebens. Wie gefällt es dir, hier in Cydonia stationiert zu sein? Ist schon ganz in Ordnung. Es kann ja recht heftig zugehen, aber das gefällt mir. Ich muss aber zugeben, dass ich gern auch mal woanders stationiert wäre. Mir gefällt es hier zwar, aber ich will sehen, was es da draußen noch gibt. Deine Familie macht sich wahrscheinlich Sorgen um dich. Ja, meine Familie ist traurig, dass ich den Marines beigetreten bin, aber meine Schwester sorgt sich am meisten. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Mhm. Sie hat bald Geburtstag und ich kann sie nicht besuchen. Sie wird sich an ihrem Geburtstag um mich sorgen. Wobei, vielleicht kannst du mir helfen. Würdest du ihr meine Geburtstagsgeschenke bringen, wenn du das nächste Mal in New Atlantis bist? Klar, lässt sich machen. Was sind das für Geschenke? Da ist aber jemand neugierig. Schon gut, ich würde auch wissen wollen, was ich transportiere. Es sind nur ein paar Souvenirs aus Cydonia. Dummes Zeug wird das. Staub und Steine und sowas. Sie mag solche Sachen. Ich habe ihr auch einen Brief geschrieben. Sie soll einfach wissen, dass es mir gut geht und dass sie sich nicht so sehr sorgen muss. Na, lässt sich einrichten. Großartig. Das ist wirklich eine große Erleichterung. Danke dafür. Und richte ihr meine Glückwünsche aus. Okay. Pass auf dich auf. Schau später bei Kelton. Schon wieder bei Kelton vorbei. Ich will doch. Ich hab doch gesagt, ich will doch hier diese Psycho. So. Immer Kelton. Es gibt auf dem Mars viele Geschichten. So. Da geht's entlang. Damit wir manchmal den Auftrag auch mal abschließen können. Ja, es ist aber so, dass. Was ist denn hier alles?
Ein Hämmerchen, bisschen Klebeband. Ansonsten war ja nichts mehr Großartiges hier, ne? Was man zum Basteln nehmen könnte. So. Die sind alle hier drinnen, siehst du? Und ich schlaufe da rum wie so ein Verrückter. Unglaublich, dass wir immer noch riesige Mineralvorkommen aus der Erde holen. Tja, da kannst du mal sehen. Ich mag den Mars inzwischen ganz gern. Ich könnte diese Menschen nie zurücklassen. Ihr anhaltender Erfolg ist mein Lebenswerk. Das hoffe ich. So, pass mal auf. Also, Gilly will, dass du diese Fragen beantwortest. Eine psychologische Beurteilung? Ist das dein Ernst? Gilly, das Programm habe ursprünglich doch ich angeordnet. Muss ich das wirklich selbst auch ausfüllen? Das ist mir bewusst, aber du bist hier angestellt und gemäß Firmenpolitik. Ach, hier musst ist sie doch. Teilnehmen. Okay, okay. Dann gib schon her. Okay, das ist nicht übel. Einfach. Yep. Das würdest du wohl gern wissen. Okay. Und fertig. Und erledigt, siehst du. Nächstes Mal muss ich mich selbst und die anderen Führungskräfte von so etwas ausnehmen. Wir wären nicht hier, wenn wir unzuverlässig wären. Okay. Du stellst aber nicht die Ausnahme dar. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Du bist mir eine riesige Hilfe. Danke. Okay, dann machen wir nochmal. Da ist nochmal, irgendwo muss nochmal da einer sein. Den gehen wir auch nochmal nach. Da. Wo ist der nächste? Hallo? Wo ist denn der jetzt hin? Da, da der meine. Sehr gut. André Jensen. Es gibt ein ganzes Universum zu erkunden. Nee. Oh nein, ich will nur reden. Ach, guck an. Also ich kann dir jede Menge über das Mining erzählen, wenn du willst. Egal. Ich bin Andres. Freut mich. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Gilly wollte, dass du für diesen Fragebogen hier ausfüllst. Oh, ist es schon wieder soweit? Ja. Klar, das geht ganz schnell. Mal sehen. Ja. Oh, nein. Die Frage schon wieder? Na, von mir aus. Okay, das sollte passen. Hier. Richte ja einen schönen Gruß von mir aus. Sehr schön. Können wir doch mal so mit denen quatschen? Kinderspiel, oder? Machst du das schon länger hier? Seit 15 Jahren. Ist ein guter Job. Gutes Geld. Das Problem ist nur, dass ich meine Familie nie sehe. Schade, ja. Die leben gut, aber ich sehe sie nie. Wer weiß. Vielleicht lasse ich meinen Vertrag hier endlich auslaufen und gehe in Rente. Der Mars ist ein ziemlich rauer Ort. Wie ist es hier? Wie ist hier die Bezahlung im Vergleich zu anderen anderswo? Sagen wir einfach, ich habe hier genug verdient, um früh in Rente zu gehen, wenn ich will. Nochmal was anderes machen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das will. Bei anderen Firmen müsste ich wahrscheinlich noch 10, 15 Jahre arbeiten, um dahin zu kommen. Deimos behandelt seine Mitarbeiter richtig gut, was in der Branche echt selten ist. Denkst du darüber nach, in Rente zu gehen? Ich würde nur mit dem Mining aufhören und was anderes machen. Ich überlege das schon lange. Ich bin mehrere Systeme von meiner Familie entfernt. Ich sehe sie bei jeder Gelegenheit, aber es ist hart, meinen Sohn nicht aufwachsen zu sehen. Und für seine Mutter ist es auch hart. Ich bin hin und her gerissen, weil der Job so gut bezahlt wird und ich genug verdienen will, damit mein Sohn nie so schuften muss wie ich.
Ich würde vorschlagen, du solltest lieber in Rente gehen, denn deine Familie ist wichtiger wie das Geld. Du hast schon recht. Mir wird immer klarer, dass mir das eigentlich das Wichtigste ist. Aber sie verstehen es auch. Jedenfalls wird das keine leichte Entscheidung. Gut. Okay, ciao. Wer ist denn der, Johnny? Samut Berg... Berg Ramirez. Herr Ramirez. Du darfst hier unten gar nicht sein, oder? Ohne Sicherheitstraining ist das gefährlich. Schon okay, ich habe schon mal in Mining gearbeitet bei Argos. Ich mache keine Dummheiten. Oh, Argos. Ich dachte, bei denen überlebt grundsätzlich niemand. Siehst du? Nee, war nur ein Witz. Argos kenne ich. Guter Laden. Die Sicherheitsbilanz ist sogar ziemlich gut. Die Security könnten sie ein bisschen verbessern, aber das ist halb so wild, oder? Ich bin Samund. Nicht Sammy, nicht Sam. Samund. Keine Spitznamen. Ich bin schon seit einer halben Ewigkeit bei Deimos. Wenn du also mal irgendeine Frage hast, ich kenne die Minen besser als jeder andere hier. Entschuldige, dass ich dich eigentlich so störe und dich von deiner Aufgabe hier abhalte, aber du musst für die Gilly diesen Fragebogen hier ausfüllen. Klar, gib her. Mal sehen. Nein. Zehn. Nein. Neun. Gut. Nein. Geschafft. War's das? Das war's. Mehr brauche ich nicht. Wow, das ging schnell bei dir. Wenn du mal so lang hier bist wie ich, hast du nicht mehr viel zu sagen. Das ist nur, um die Anzugträger glücklich zu machen. Die wissen, dass ich gut bin. Naja, wir sehen uns. Vielen Dank, Kammer. Wir müssen zu Gilly zurück, um diesen Auftrag jetzt abzuschließen. Wie kommen wir denn da hin? Da. So, das war jetzt ein guter Zeitsprung hier. Ich glaube, Gilly müsste... Ist sie im Büro? Nee, die ist leider nicht im Büro. Wo ist sie denn? Die wird wahrscheinlich irgendwo im Café hinten sitzen. Ja, da gehen wir mal jetzt hin und geben das ab. So, können wir da reingucken eigentlich in diese ganzen Unterlagen? Nee, warte mal zurück. Inventar. Sonstige. Hier. Prototyp, nee. Tisch, nein. Behälter, Schrauben, Schlüssel, Rettung, Prototyp, Ausrüstung, Molekül, medizinische Länder. Ja, jetzt haben wir Glück, Draht, besonderer Alienbrief. Nee. Wo mag denn das wohl denn sein? Unter alle? Nee. Notizen vielleicht, da, psychologische, da. Bitte beantworte die folgenden Fragen. Gab es in letzter Zeit eine Wendung an deine Gesundheitskolosse, entfernt kürzlich mit der Diagnostik? Wie zufrieden bist du? 1 bis 9. Hattest du in den letzten 3 Monaten gewöhnliche Unruhe, Wut, Schlaflosigkeit, aber nur aufgrund lauter. Wie würdest du deine aktuelle Work-Life-Balance beschreiben? Sehr gut, wir haben gerade zusätzliche Urlaubstage erhalten, daher kann ich mehr der Zeit. Okay. Irgendwelche Bedenken aufgrund deiner Kollegen? Nicht wirklich. Ich hätte etwas bezüglich Hank gesagt, aber das Problem scheint sich ja erledigt zu haben. Was sagen die? Hast du bezüglich super Arbeit mit allen? Also es gibt keine internen Konflikte. Bitte beantworte folgende Frage. Gab es Gesundheitszustand in Griff? Nein. 10? Nein, nein. Ah, das war der letzte. Okay. Mhm. Alles Gute zum Geburtstag. Logan, tut mir leid, dass ich
dieses Jahr nicht geschafft habe. So ist der Job nun mal. Aber ich bin geil im Geiste bei dir und all das. Ich hoffe wirklich, dass du einen tollen Geburtstag mit Mama und Papa feiern kannst. Du sollst alles wissen, dass es mir gut geht. Hier ist ein Platz und hier glücklich. Sidonia ist nicht so heftig, wie du vielleicht gehört hast. Eigentlich ist es sogar ziemlich langweilig. Ich bin hier also nicht in Gefahr, okay? Du solltest dir an deinem Geburtstag keine Sorgen um mich machen. Ich werde bald wieder schreiben. Grüße Mama und Papa von mir. Hab dich lieb, Chris. Gut, Chrissy Misi. So, dann gehen wir mal hier raus. Und bringen das mal hier zu der Psychologin. So, da ist sie doch. So, hier bin ich. Können wir quatschen? Hast du alle Bögen ausgefüllt zurückbekommen? Ja. Hat jemand Ärger gemacht? Nein. Außer Leona natürlich. Hab ich gehört. Nein, ganz wie ich dachte. Das war einfach. Das freut mich. Und danke nochmal. Ich erledige meine Arbeit normalerweise selbst. Das ist ein Sonderfall aufgrund der Umstände. Aber du hast dich wirklich für mich reingehängt. Hier. Als kleine Entschädigung für deine Zeit. Zeit brauchst du für die Credits. Super, dankeschön. Prima. So, das haben wir geschafft, liebe Leute. Und du? Alles gut bei dir, Burger? So, ja. Gut, liebe Leute, bis hierhin ist es erstmal gut gelaufen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, wie immer. Liken und abonnieren nicht vergessen. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Es gibt ja noch andere Videos von uns, oder von mir zumindest. Von uns, von mir. Avatar wird gerade gespielt. Cyberpunk, Mirage. Ich versuche noch Valhalla zu Ende zu spielen, na klar, versteht sich. Starfield, wie jetzt klar. Und ein bisschen Harry Potter mit der Kleinen, das mit der Tochter, das mag sie und muss auch mal. Das ist so ein gemeinsames Ding von uns. Also, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal und bis zur nächsten Folge.